Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2 in der deutschen Übersetzung von den G-Trans Version 2.0.1 nach wie vor. Und wir sind wieder zu dritt. Dabei ist der Kibbel, hallo. Grüß dich. Und die Mary ist auch dabei, hallo. Mary? Mary ist weg. Hallo? Ja, Mary ist wieder da. Mary schläft schon. Ich dachte schon, Skype ist wieder abgeskypt. Nee. Aber irgendwie ist sie leiser. Mary hat Legs. Doch, die Mary ist wirklich leise. Mary? Ja. Ja. Na gut, okay, man versteht sie wieder. Ja, bitte. Da muss ich mal lauter reden, Mary. Ich glaube, du bist sehr leise. Keine Ahnung. Ich kann auch nicht richtig laut sein. Dann tust du das Mikro näher an deinen. Keine Ahnung. Hab ich schon, so nah wie es geht, Mann. Jetzt ist gut, ja, okay. Du musst es in den Mund nehmen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Drachen rausschieben. Okay, wollen wir mal weiter gucken hier. Wir sind jetzt hier anscheinend, wie es aussieht, Herr der Lex geworden. Und zur Sicherheit haben wir noch einen zweiten Spielstand angelegt, genau. Ich glaube, Mary hat das angeklickt. Ja. Mary wollte nochmal speichern. Ja, sicher, sicher. Zeigen, dass die Bergschuhe. Ich komme wieder raus, mein Gott. Ich komme nicht mehr raus. Mit B. Ach so. Genau. Perfekt. Spiel gesaved. Ich habe nochmal gespeichert. Wunderbar. Bei euch ruckelt es auch nicht? Nö. Oh, ist das Hammer. Das ist flüssig. Jetzt kann man hier. Ach, fuck. ja, ich muss. Ich wollte doch gerade kämpfen, also und da geht der Endmenü. Weißt du, die ganze Zeit Playstation immer spielt, auf einmal drückt man dann immer diesen dunklen... Ja, das ist so, ist es halt. Viereck, und das ist ja hier Menü zum Schlagen, ne, irgendwie. Also wir müssen auch gucken, dass wir so schnell wie möglich hier in die Stadt kommen, um uns mal wieder ein bisschen cool auszurüsten. Ja, das machen wir auf alle Fälle. Weil, wir haben keine Bonbons mehr, ne? Hallo? Ja? Wo sind die ganzen Gegner? Ja. Ach, das ist Rennen! Oh, siehst du, jetzt haben wir uns schon bald über eine Woche nicht aufgenommen. Ich krieg die Steuerung nochmal hin. Ja. Das hat aber auch Vorteile, wenn man so vergesslich ist. Jetzt habe ich vorgelesen, was da steht. Wenn man so vergesslich ist, meinte ich. Aber jetzt weiß ich, wie ich schlagen gehe. Ich bin wieder voll drin. Jetzt geht's wieder. Der Terminator sind am Start. Der Terminator. So, gut. Ich hoffe, jetzt kommt wirklich mal eine Stadt, ey. Laufen wir richtig? Oh mein Gott! OMG! Oh, also, wir haben auch viele Probleme in den letzten Wochen mit dieses 3-Player-Modus da flüssig hinzubekommen. Und deswegen hat es jetzt alles ein bisschen länger gedauert, aber wir nehmen ja jetzt wieder auf. Die Soja hat sich versteckt. Ihr müsst die mal leider kaputt hauen, weil ich bin mit 24 HP nicht gerade der Lebendigste von uns. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir hin wollten. Ich glaube, die sind immer verkehrt, ne? Nö. Oder stehen die jetzt nicht mehr? Die standen doch das letzte Mal hier und haben es nicht durchgelassen. Halt! Die Händler will erfahren, dass Altena eine Invasion plant. Fremden ist der Zugang der Ötzer Stadt strengstens untersagt. So, ich habe jetzt mal so frei übersetzt. Hau jetzt ab, Alter! Ja, wir haben den Text doch sowieso schon gelesen. Ja, ich weiß schon. Aber wenn wir dort. Stimmt, wir mussten dann irgendwo anders hin, aber wo war denn das? Müssen wir dann bitte wieder zurück? Zu der goldenen Straße irgendwie? Ja, lass uns hier einfach mal durchrennen. Ich will zurück in die Stadt und unbedingt schlafen gehen, oder in so einen Scheiß. Genau, Pilbel, lenk die ab. Ja, ich muss bestimmt hopp, damit wir durchwaschen können, ey. Du bist der Köder. Ja, nee, ich bin der Tank hier. Oh, zum Glück, ich habe nur noch 1 HP, Wahnsinn. Ich habe übrigens jetzt 0 HP. Ja, geh mal die Liste. Tut mir leid, Mary, ich muss jetzt schon wieder deinen Charakter klappen, aber es passiert halt automatisch. Nein! Ja, er läuft ja schon. Er ist wieder tot. Komm schnell! Bis zur nächsten Stadt und noch viel weiter. Nein! Oh, können die sich nicht mal einfach verfetzen, ey? Ja, weil wir auch einfach mit der Bergschlucht wieder vorspringen.
Oh, eine Heilmasse, wir müssen echt mal einkaufen gehen irgendwie. Das kann nicht gehen. Ja, so. Irgendwie haben wir das letzte Mal total verpeilt, wo wir in der Stadt waren. Ich hab gesagt, wir sind so ultimate hier. Weil du mich so verwirrt hast mit, oh, ich muss jetzt nachgucken, ob die Stadt auch beim Speicherpunkt genauso heißt wie die Stadt. Ja, heißt. Ist ja wichtig. Ja, aber das sage ich auch nicht, dass es das wichtig ist. Aber ich renne jetzt trotzdem weg. Tschüss. aber noch wichtiger ist es ganz einfach, um Heiltränke zu kaufen. Mein Charakter her. Ja, dann musst du mal kurz rausgehen, dann kann ich wechseln. So. Jetzt kannst du wieder reinkommen. Ich kann Start trinken. Aha, ja, perfekt. Ein Kunde? So spät in der Nacht? Du hast Schlaf brauchen. Willst du über Nacht bleiben? Das kostet 45 Luck. Es kostet. Eine schöne gute Nacht. Oh, vielen Dank. Sleep ich auch schon wieder Kibbel schläft. Kannst du wieder Layer ausdrücken? Wie sieht denn der aus? Ich guck mal. Es sieht aus, als ob, als ein bisschen, wenn er Mund zu hat, sieht er aus wie so ein Goku. Als Super Saiyajin 1. Very interesting. Gut, haben wir das. Rocky ist da. Müsste man Rocky nicht im Deutschen mit IE eigentlich schreiben? Nein, verkehrt. Rocky ist ja eigentlich, naja. Na, stopp mal, ehe du jetzt hier weiterredest. Rocky, das ist ja quasi aus dem ersten Teil schon ein Gott gewesen. Und ja, das stimmt schon, aber... Jetzt weiß ich nicht, ob der im ersten mit Y oder IE geschrieben wurde in der deutschen Version. Ich habe mich ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich meinte eigentlich, im Englischen ist es so, wenn man dann ein S dahinter hängt, hinter ein Y, wird ein IE automatisch raus. Ja. Aha. Ja. Wieder was gehört. Bevor wir uns hier cool ausrüsten, möchte ich trotzdem vorschlagen, vorher uns irgendwie die Taschen mit Bonbons voll zu hauen, bitte. Ja, süß ist es. Und Lebenswasser, wenn ich schnell. Ja, genau. Süßes, sonst gibt's nämlich Saures. Ja, das ist aber da. Ah ja, genau. Ja, so, wollen wir mal ein bisschen hier einkaufen gehen. Willkommen. Wir kaufen erstmal. Nee, das nicht, den anderen musst du fahren. Möchtest du noch was? Ich möchte deinen Bruder töten. Nein, du möchtest kaufen gehen. Ich möchte deinen Bruder kaufen. Ah, mal Lebenswasser. Ich kaufe ein E. Nehmen wir drei mit, wa? Ja, auf jeden Fall. Bonbons auf jeden Fall. Die kosten ja gar nichts, die Bonbons. Vergiften tun wir ja auch ständig uns. Und wir werden mal noch ein paar verstauen. Ja, genau, und Heilkräuter auch. Obwohl, ja, das Gift geht ja eigentlich weg dann. Naja, aber ist vielleicht in einem Bossfight auch ganz cool. Kappen, ja. Für den Bossfight, da wir haben drei. Ja, nehmen wir noch eins mit, dann haben wir vier. Das sind dann für jeden eins und noch eins extra. Ein Wundertau. Na, eins zur Sicherheit. Ja. You never know. Man weiß ja nicht, was passiert. Ende! Auf Wiedersehen. So, jetzt können wir uns aber trotzdem noch mal gucken, was das hier so schönes. Oh mein Gott, das ist harte Waffen hier, ey. Eisenfaust, die hat er ja schon. Langspeer hat sie schon. Dolch hab ich schon. Verdammt. Dann sind wir schon voll ausgerüstet. Mann, ey. Schlecht. Gut, dann sind wir voll crazy. Aber wo müssen wir jetzt hin? In den nächsten Laden. Ach nee, warte mal, zu der Bombe hier auch kaputt, glaube ich. Nee, oder? Wir haben doch aber kein Pulver, oder? Müssen wir nicht das Pulver erst sammeln, das Schießpulver? Ja, haben wir das jetzt halt gekriegt von den drei, von den zwei Killboys da? Nee, die haben uns doch einfach nur weggesprengt. Oh, Killboy, du bist dran. Weiß ich, ja. Ja. Du stehst in der Mitte, immer der in der Mitte, der muss kaufen. Stehst immer noch. Ich will auch mal kaufen, was haben wir denn hier? Ja, da kannst du mal gucken, ob dich hier was verbessert. Guck mal, ein Bandana, das ist doch was für dich. Ja, ich guck mal, warte mal. Diebeskleider, das ist auch eigentlich was für dich hier, ne? Ja, aber das kaufe ich mir dann selber von meinem eigenen Geld. Also ich kann eigentlich gut nicht sehen. Nimm auf jeden Fall das Bandana, das kostet auch nichts. Ja, wir haben genug Kohle. Gut, das Bandana habe ich. Was mir... Ne, ja. So. Ne, auf Wiedersehen. Ich mach den nächsten. Come on. Mal kaufen, wa? So, nicht anlegbar. Lederhut. Ja, das passt doch super. Jetzt kriegt quasi was. Ey, das ist kein Wunder, dass ich hier sterbe. Guck mal hier, Abwehr von 10 auf 18. Ach du Scheiße, das ist auf jeden Fall. Super. Dann sagen wir mal hier, ich bin ja nicht gut genug gelevelt. Oder ich kämpfe scheiße. Ich bin einfach scheiße ausgerüstet. Ja, so, jetzt kann sich Mary mal gucken, ob sie sich Kleider kaufen darf. Kann. Vielleicht. Ich will ganz viel kaufen. Ich glaube, du das. Das sieht natürlich blöd aus, ja. Aber die Schleife geht vielleicht. Guck mal, die Schleife kannst du gewinnen. Oh, guck doch. Ich will keine Schleife. Federhaarspange. Was hat das mit einer Feder? Was ist eine Federhaarspange? Einfach nur eine Haarspange, ne? Das ist eine Haarspange wahrscheinlich mit Feder. Nee. Eine Federhaarspange ist doch... Oder eine Haarspange aus Federn.
Nee, eigentlich ist das doch Paar Reif gewesen. Naja, es war eine Schleife. Aber war eine Schleife, ein Haarreif mit einer Schleife war das doch. Hm. Müssen wir das noch anlegen? Ja. Ja. Ich gehe dann schon mal ins Menü. Du kannst uns gleich alle ausrüsten. Ja, genau. Equip. Lederhut. Hier müssen wir auch immer mal gucken, die Kleidung. Hier tut auch sich eventuell mal irgendwie Fehler einschleichen. Mhm. Das Menü ist. Wie kann ich jetzt den Charakter wechseln? Auf L. Ah, nehmen wir Select. Oder Select, ja. Ups. So. Ein Bandana. Yay. Bandana heute hin. Aber ich finde, da sollte man nochmal gucken, was bei der Mary. Was das sein soll, die Federhaarspange. Der Federhaarspange. Das weiß ich nicht, das klingt mir jetzt zu komisch irgendwie. Das ist. Das ist korrekt, das weißt du so? Also sag ich mach mal kurz bei mir den Browser an, ihr könnt hier noch weiter lustig rumlaufen. Hm. Weil ich glaube das nämlich nicht, dass das mit der Federhaarspange richtig ist. Das Tolle ist, wie die Zuschauer jetzt sehen werden, wie ich hier Google. Ja, Federhaarspange. Na naja, gut. Meint jetzt hier, ich meine Feder mit Haarspange oder so. Nee, ich meine direkt Federhaarspange. Ja, aber ich glaube, wenn ich mir so die Bilder anschaue, das ist dann tatsächlich eine Haarspange mit einer Federbahn halt. Ist sehen jetzt, wie du googelst oder was? Mir erschließt sich nicht ganz, erstens, warum jetzt der Emulator laggt. Also die Verbindung laggt. Laggt es bei euch auch? Ja. Jetzt nicht mehr, oder? Das ist bestimmt der Server, der ja gerade rumspackert. Ja, da müssen wir jetzt einfach mit leben. Ja. Ich unterbreche deswegen jetzt nicht die Aufnahme. So, du wolltest jetzt hier zu Kanoni gucken, ne? Oder wie? Ja. Ah, nee, Bon Voyage, scheiße, oder so. Ich glaube, wir langweilen die Zuschauer schon mit unseren Gebühren. Ja, aber jetzt wissen sie auch, ich benutze einen Internetbrowser zum. Oh, halt, wir müssen erst mit dem Onkel sprechen, oder? Nein, er kommt automatisch. Ich bin wieder zurück, oh mein Gott. Ich sag mal, hat jemand überhaupt einen Timer gestellt? Ja, ich hab den Timer. Gut. Was? Die Brücke ist zerstört? Hits. Oh. Nee, das ist ein Leck vom Emulator, vom Server oder Emulator oder so, oder? Zeit. Doch, also ich habe auch keinen Ton mehr und so.